So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog und in diesem Video wollen wir uns diese Software hier anschauen, Exchange Server Recovery Tool von der Firma Stella. Das Ganze ist ein Datenrettungstool, was sich eben, wie der Name schon sagt, spezialisiert hat auf den Exchange Server. Exchange Server, das ist eine Software, die Firmen einsetzen, die Outlook verwenden, um den ganzen Mailversand abzuwickeln, Termine und diese ganzen Geschichten. Da wird das Ganze darüber abgewickelt und das ist quasi die zentrale Serverkomponente für die Client, für den Outlook. Ja, und wenn das ganze Ding nicht funktioniert, das ist natürlich sehr, sehr schlecht, weil heutzutage läuft ja sehr, sehr viel über Mail und diese ganzen Abstimmungssachen Outlook. Das heißt, wenn das Ding nicht geht, dann steht unter Umständen die ganze Firma. Und hier kommt, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel der Exchange-Server abstürzt, die Datenbank sich nicht mehr öffnen lässt, dann kommt diese Software hier ins Spiel. Mit der kann ich die Datenbank öffnen, scannen, machen wir dann gleich und Daten exportieren und wiederherstellen. Das Schöne ist, man kann sich das Ganze hier kostenlos herunterladen, die Testversion. Mit der kann man das Ganze schon mal scannen und gucken, kann mir die Software überhaupt weiterhelfen, bevor ich dann die Software kaufe. Man sieht auch hier, es wird eine ganze Reihe von Exchange Server Versionen hier unterstützt. Das heißt, das Ganze geht zurück bis zur Version 5.5 und man kann das Ganze auch verwenden, um zum Beispiel Daten von einem lokalen Server auf Microsoft Online 365, also Microsoft 365 zu exportieren. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe die Software jetzt hier mal gestartet und wie man sieht, vom Designer orientiert sich diese an den Office-Produkten von Microsoft. Ich kann hier die Sprache festlegen und auch den Stil, wenn ich das denn möchte. Im ersten Schritt wähle ich jetzt hier mal die EDB-Datei aus. Ich habe jetzt hier eine auf meinem Desktop, das ist jetzt eine Exchange-Datei, die möchte ich jetzt öffnen. Da wähle ich hier einfach durchsuchen und wähle die Datei jetzt hier aus und werde dann hier von diesem Wizard hier durch den Prozess geführt. Ich kann zwei Scan-Modi hier auswählen, Schnellscan und einen umfassenden Scan, das kennen wir auch von anderen Datenrettungstools. Der Schnellscan, da kann ich erstmal so, naja, schnell mal reinschauen, wie der Name schon sagt und gucken, ob ich da vielleicht schon an die Daten rankomme, die ich haben möchte. Ansonsten gibt es hier den umfassenden Scan, der dauert dann halt länger, durchsucht aber die Datenbank deutlich intensiver und kann dann halt deutlich mehr halt wiederherstellen. In der Regel empfiehlt sich einfach der umfassende Scan, wenn ich die Zeit habe, ansonsten kann ich den Schnellscan auch mal auswählen. Meine Datenbankdatei ist hier relativ klein, deswegen ging das relativ schnell und hier drüben sehe ich dann den Inhalt meiner Exchange-Datenbank. Ich sehe jetzt hier meine Konten, in dem Fall sind es jetzt zwei Stück und die kann ich dann aufklappen und sehe dann den Inhalt des jeweiligen Kontos. Das heißt Kalender, Kontakte, die Mails natürlich, Journal, Notizen und auch die Aufgaben. Im Prinzip alles, was ich in Outlook auch sehen würde. Ich kann zum Beispiel anklicken Kalender, dann wird der Kalender geöffnet. Ich habe das Ganze hier auch in einer Live-Vorschau drin und das Ganze funktioniert auch mit der Testversion. Das heißt, wenn ich jetzt nur mal nachschauen möchte, was jetzt da drin ist, weil mich einfach ein paar Informationen interessieren, dann geht das bereits mit der Testversion. Ich kann mich ansonsten hier durchklicken durch die verschiedenen Sachen, wie jetzt zum Beispiel hier Kalender, Kontakte und kann dann hier jeweils die Kontakte des jeweiligen Benutzers dann hier anschauen und dann jeweils auch exportieren oder hier zum Beispiel dann auch die Aufgaben. Ich gehe nochmal hier zurück, hier zum Beispiel jetzt einfach auf Mail, kann dann hier zum Beispiel die Inbox öffnen und kann dann hier auf die einzelnen Mails drauf zugreifen, die dann auch einsehen und dann hier auch zum Beispiel ja, sehen, was für Anhänge damit dabei sind. Die wichtigste Funktion ist natürlich die Wiederherstellung von Daten bzw. der Export aus dieser EDB-Datei. Im Prinzip ist das relativ simpel. Ich kann hier auf beliebige Elemente klicken und kann das Ganze dann hier exportieren. Zum Beispiel als PST-Datei. Da kann ich dann ein komplettes Konto in eine PST-Datei überführen und die dann in Outlook einbinden bzw. öffnen. Einzelne Sachen kann ich als Message-Datei oder EML-Datei exportieren. In dem Fall würde er jetzt hier einfach die ganzen Elemente in einzelne Dateien hier exportieren. Ich habe noch andere Formate, wie zum Beispiel HTML, RTF oder PDF. Da kann ich dann für Archivzwecke einfach das ganze Ding dann ablegen und habe das Ganze dann in Dateiform auf meinem lokalen Rechner. Wir können ja mal einfach das hier ausprobieren. Ich mache jetzt hier einfach mal als PDF speichern, wähle dann hier den Zielpfad aus, klicke OK und dann wird das Ganze hier exportiert. Er ist jetzt hier fertig, schauen wir mal rein und da haben wir den Ordner jetzt hier und was wir jetzt hier sehen, ist eben alle Elemente, die wir jetzt hier in unserem Postfach drin haben, sind jetzt hier abgelegt, zum Beispiel als PDF. Wenn ich jetzt hier reinschaue in die Inbox, sehe ich dann hier meine einzelnen Teile oder beziehungsweise E-Mails, die ich jetzt hier drin hatte, als PDF und habe die dann hier exportiert. Das Ganze kann ich jetzt hier nicht nur auf dem gesamten Account im Prinzip machen, sondern auch auf einzelne Elemente. Wenn ich jetzt sage, mich interessiert jetzt hier nur die Inbox, kann ich dann ebenfalls nur das jetzt hier exportieren.
Für Serveradministratoren sicherlich am interessantesten ist die Möglichkeit, die Dinge auch wieder auf einen Exchange-Server zu exportieren oder eben auch nach Microsoft 365. Auch das ist relativ einfach jetzt hier. Hier habe ich dann eben zum Exchange-Server exportieren oder hier exportieren nach Microsoft Office 365. Da gebe ich dann einfach die Zugangsdaten ein vom Server, kann dann sozusagen die Konten auch verbinden bzw. mappen und dann die Sachen dann entsprechend exportieren auf den Exchange-Server oder dann eben auch sagen, wir steigen jetzt hier von Exchange um auf Microsoft 365 und dann die Sachen quasi dahin exportieren. Weitere Funktionen sind dann zum Beispiel noch die Suchfunktion hier. Wenn ich einfach nur bestimmte Elemente suchen will, wie zum Beispiel eine bestimmte E-Mail, kann ich das Ganze hier über die Suchfunktion machen, finde dann hier meine Ergebnisse und kann die dann auch hier einfach und schnell anschauen. Für größere Dateien, wenn der Scan lange dauert, kann ich den Scan speichern, ich kann den Scan laden. Das heißt, da spare ich dann am Ende Zeit. Wenn ich jetzt eine umfangreiche Datenbank habe, wo das Scan wirklich sehr lange gedauert hat, kann ich dann den Scan speichern und dann später weitermachen. Ja, das ist die Software Exchange Server Recovery Tool in der Kurzvorstellung hier. Wie gesagt, man kann sich das Ganze hier kostenlos herunterladen für den ganzen Scan und die Ansicht reicht die Testversion aus. Das heißt, falls ihr wirklich mal in die Situation kommt, dass ihr die Software benötigt, könnt ihr da eure Datenbank öffnen, gucken, ob das Ganze funktioniert und erst dann muss das Ganze gekauft werden. Es gibt eine umfangreiche Hilfe, die ist, wo alles nochmal, alle Funktionen im Prinzip beschrieben werden, gibt es dann hier. Da kann man alles nochmal in Ruhe nachlesen, ebenfalls sehr schön aufbereitet. Und ja, das sind dann hier die Preise im Prinzip. Man sieht, das ist jetzt keine ganz billige Software, aber naja, wir reden jetzt hier über eine Unternehmenssoftware. Und wenn wirklich mal der Exchange-Server steht oder ich an wichtige Daten nicht mehr rankomme, sind das tatsächlich sehr, sehr günstige Preise. Sie unterscheiden sich so ein bisschen davon, ja, wie viele Mailboxen kann ich jetzt hier wieder herstellen, wie lange ist die Lizenz gültig und hier gibt es so eine kleine Vergleichsliste, was dann hier in der jeweiligen Version möglich ist. Ansonsten habe ich auch nochmal einen Blogartikel geschrieben, Link packe ich unten in die Videobeschreibung mit rein und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EKW-Blog.